Hallöchen Leute, auch Ju hat einen kleinen Urlaub gehabt, den ganzen Januar nichts hochgeladen und jetzt hat er wieder Neues hochgeladen am 2.2. Und zwar geht's wieder weiter mit dem Kanal Juckt mich nicht und zwar Freundin suchen auf Omet TV für Maxify. Der Teil 3 oder so, mal gucken, wann sie endlich erfolgreich sind. Lasst den Hoch da, let's go rein da. Allerdings echt nicht hoch. Liebe Freunde, es ist mal wieder Zeit, dass wir auf Omme gehen. Ja! Die stellen jedes Mal die Couch neu rein, wenn die damit zusammen was drehen? Echt? Ist mir nie aufgefallen, dass die Couch manchmal nicht da steht. Ich bin auch dabei. Er ist auch dabei. Okay. Er ist auch dabei. Der Rezo, der. Ich zieh mich aus. Oh Mann, es fängt schon wieder an und Rezo zieht sich direkt aus. Mann. Rezo, echt. Also, wenn wir es nicht jetzt schon vorher wussten, dann auf jeden Fall hier ein bisschen nudistisch veranlagt, ne? Aber gut, die ständige Couch vor, weil sie jetzt hier auch mit TV drehen zum Sitzen. Ja! Neue Jobs, Fett Restock. Richtig im Kopf drauf, wird krass. Okay. Ist das nicht schön, dass wir mal wieder zusammen sind? Ja, das ist ja so lange her. Sollen wir nicht auch wieder heute den Maxine Girlfriend suchen? Maxi freut sich drauf. Oh, er schließt schon seine Augen, um sich seine neue Freundin vorzustellen. Schön. Girlfriend? Ja, unbedingt. Ein bisschen Liebe. Ja, machen wir. So, ansonsten sitzt. Willst du ein bisschen Liebe? Ja, machen wir. Nach dem Video. Max in der Mitte, dann kann man ihn besser präsentieren. Dann ist er ja schon verpackt von uns. Warte, ne? Du kannst ihn in der Mitte. Ist er wieder zwischen Mama und Papa oder so. Wer wäre es, könnt ihr entscheiden. Schreibt es in die Kommentare. Sollen wir mal einfach machen? Ja. Wir gehen einfach mal rein. Ich habe ein bisschen Angst vor Omme. Let's go. Hallo. Hi. Oh mein Gott. Krass. Freue mich gerade. Du musst aufwachen. Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Detlef. Wach auf, wach endlich auf. Du bist seit 20 Jahren in einem Koma. Bitte wach auf. Ich habe verstanden, sie heißt Detlef. Wie hat sie gehießen? Nicht verstanden. Auf. Oh, deep geworden. Das war wirklich deep geworden. Voll deep. Ja. Ey. Das war sehr deep und sehr lustig, aber jetzt bitte wach wirklich auf. Bitte. Oh, da habe ich echt mal auch mal einen Prank gesehen, wo so verschiedene Leute sich abgesprochen haben und einer Person beim Vorbeigehen immer gesagt haben so, wach auf. Wach auf, wach auf. Und ich habe besonders gedacht, was ist jetzt los? Träume ich wirklich und so? Und das ist manchmal gefährlich. Manche Leute sind psychisch nicht so ganz stark und denken, dass sie wirklich träumen und springen dann von Hochhäusern runter und sowas. Also ist alles schon passiert. Also, wenn Pranks zu weit gehen, muss ich mal sagen. So krass, euch immer zu treffen. Ja, vor allem Maxi zu treffen. Oh Mann, nein! Weißt du, was wir gerade suchen? Was denn? Wir suchen für. Wie alt bist du? Ah, jetzt kommt's. 17. Wir suchen gar nichts. Also komplett überlegentlich schon. Okay. Wir suchen mal weiter. Wir suchen mal weiter. Nee, nee, nee. Na, ciao, ihr seid cool. Ciao, ciao. Alles klar. Bis dann, tschüss. Schrei Leute einfach an jetzt. Hey! 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 Tanzverbot reingeschnitten oder was? Aber die müssen auch jedes Mal fragen, ob man die drehen darf, glaube ich. Wir müssen mal Erlaubnis mal fragen. Deswegen sind manche auch zensiert beim Biken so. Justus! Ey! No way. No way. No way. Wie geht es dir? Das kann's doch nicht sein. Jungs! Möchtest du, dass wir von beiden Seiten Maxi küssen? Ja, auf jeden Fall, was? Bitte. Wollen die nicht eine Freundin für ihn finden? Das machen sie jetzt. Das reservieren sie ihn ja für sich. Ja. Wir suchen mal weiter. Ich wünsche euch Glück. Weil sonst muss Maxi heute alleine schlafen gehen. Das wollen wir nicht. Julian, bam, hey! Julian! Was? Rezo? Nein, die verarschen uns. Hey, Rezo! Ich hab einfach den Kopf geschüttelt. Das war glaubwürdig. Hey, was geht bei euch? Hey, seid ihr live? Wir sind live gerade. Sag nichts Schlimmes jetzt. Grüß meine Verlobte, bitte. Bitte, das ist die Verlobte? Du bist die Verlobte? Ich bin Betreuerin, ich bin meine Verlobte. Ah, die Betreuerin. Was für eine Betreuerin, hä? Also, Betreuerin wegen, wieso Betreuerin? Wegen Geld oder sowas? Ach so, du bist nicht die Verlobte? Nein, Leute, ich bin nicht so alt. Ganz kurz, wie alt bist du denn? Das bleibt ein Geheimnis, das möchte ich nicht weitergeben. Okay, okay. Die sind wahrscheinlich noch minder. Die Jungs sahen aus, als wären sie schon 18 oder so, aber die sind scheinbar noch Kinder und die müssen auf die aufpassen, die Betreuerin, okay. Du bist 25, irgendwie so plus minus, 23. Ich bin tatsächlich 28. Bist du denn basically noch zu haben, weil wir suchen jemanden für oder, Maxi? Oder bist du sehr unglücklich vielleicht gerade? Nee. Ist nicht drin? Okay, aber ich habe kein Interesse. Ich wünsche euch einen schönen Abend. And I will always
jetzt jealous gerade? Er küsst schon aber nicht mich. Mann. Ich habe so viel Material für ein gutes Thumbnail, wirklich, läuft schon gut. Okay, lieber Freunde. Das ist den ganzen Tag heute schon so. Hallo? Oh, hallo? Breitwinkel oder was ist hier krank. Los? Deine Kamera ist aber ganz anders. Ja, so fühlt es sich an, mit jemandem zu kuscheln. So wenn du so... So. Er war so, kennt ihr das, wenn man so nah aneinander liegt, dass man, dass die Augen dann plötzlich zu drei Augen werden oder so? Kennt ihr das? Ich kenn's nicht, ich hab's nur mal gehört. Na doch, ich kenn's natürlich, ich bin ja nicht Single Forever. Das ist so, wenn du mit jemandem rumknutschst und dann die Augen aufmachst. Ich wusste nicht, dass ihr auf Omo unterwegs seid. Streamt ihr oder was? Jeden Abend. Wir treffen uns jeden Abend zu dritt. Ach so. Wenden einfach so ein bisschen abends, so wegen Stress und so, dies, mei, das. Mei, wie schön. Dann chillen wir hier ein bisschen, mei, trinken und suchen den Maxi. Ja, mei, wie schön. Bayer. Was Schönes. Mei, wie schön. Ein Freund von mir im Discord meinte gerade, er würde mit Maxi das ein oder andere machen, aber ich glaube, das wäre nicht so schön, wenn ich das jetzt erwähne. Wer eigentlich hat das in Discord gesagt? Mein Freund Miguel heißt der. Ja, ich glaube, der sollte eigentlich, deswegen ist er auch nicht auf Omo unterwegs, er wurde gebannt. Weil der gesagt hat, er will Maxi hauen oder was? Nein, nicht hauen. Ihm einen Blumen. Ja. Nimm den Preis an. Nein! Einfach super wechseln oder... Ich glaube, Maxify ist, hat er mal gesagt? Ich glaube, irgendwann hat er mal gesagt, dass er bi-neugierig ist, meine ich mal, oder? Nicht ganz sicher. Nein, er ist minderjährig, hallo. Nein. Oh mein Gott, Ich hab doch nichts gesehen. Ich hab doch gar nicht gedacht. Das waren deine Worte. Sie hält schon an der Tür, ist vorbei, Das war's. Hallo. Hi. Hallo. Ich hab einen süßen Hund, wollt ihr sehen? Ja! Hey, wie süß ist das denn? Wie heißt dein Hund? Bailey. Willst du den vielleicht in Maxi umbenennen? Gerne. Guck mal, wie siehst du unsere Chancen heute für Maxi, jemanden zu finden? Naja, wenn er mich nimmt, dann sind die Chancen hoch. Entschuldigen, bevor wir weiterreden, wie alt bist du? Der Hund! 22. Now we're talking. Oh, okay. Wie mache ich das jetzt? Okay. Warte mal kurz, was muss ich machen? Hey, wir lassen das? Dich einfach mal. Ich war noch nie so weit. Jungs. Hallo. Die Vorlage ist da. Viel Spaß. Let's go. Krass, Leute. Die Maxify-Lore geht weiter. Ich muss das erste Date sogar schon. Mit Weingläsern. Geil. Vielleicht deinen Instagram-Namen geben. Das Ding ist, wenn ich dir den gebe, ist ein bisschen cringe. Schreib einfach in den Chat, sieht keiner. Aber Maxi, ich hab dir schon mal geschrieben. Das ist jetzt nicht gut. Hab ich geantwortet? Nein. Ach, scheiße. Dann schreib mir noch mal. Warte, Jungs, warte doch mal kurz. Ey, warte, nein. Warte, es ist noch schlimmer. Luise und Ju, ich hab euch auch geschrieben, ob ihr mich mit Maxi verkuppeln könnt. Was? Warte, wenn wir nachgucken. Ey, es läuft ja übelst gut gerade, ey. Läuft. Wir gucken nach. Aber wie heißt du? Du musst jetzt einmal kurz sagen, wie du heißt. Hey, ich kann deinen Chat gar nicht aufrufen, weil ich... Hey, so. Doch, ich kann's. Ey, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Alles gut. Wir lesen die nicht laut vor. Lies mal vor, bitte. Ich lese es aber so ein bisschen in deiner Stimme vor, ja? Hey, du und Rezo. Könnt ihr nicht mal ein cutes Date für mich und Maxi organisieren? Ich wäre bestimmt eine gute Schwiegertochter für euch. Schwiegertochter? Daddies. Die Daddies. Okay, ignorieren wir die Frage von Anfang, ob wer Vater, wer Mutter ist, und einfach beides sein Vater. Geht ja auch, ne? Ist ja alles erlaubt heute. Okay. Hey, Entschuldigung. Wie krass ist das denn? Ich werde alles dafür tun, dass das passiert. Also, wir können ja einmal kurz so klären. Du bist Single wahrscheinlich gerade. Und was ist dir wichtig in einem Mann? Menschen mit Humor finde ich schon mal sehr gut. Hat er. Wir lachen den ganzen Tag. Den ganzen Tag, wenn Maxi da ist. Und natürlich liebevoll und vertrauenswürdig. Total. Aber soll ich dir was sagen, was noch eine Qualität von ihm ist? Er f***t sehr gut. Also, das muss man einfach, so werden. Einfach so plump rausgehauen. Wie kann man sich direkt so... Oh, geil. Frei einfach so als Tatsache erstmal in den Raum stellen. Und damit hast du Erfahrung dann. Genau, ja, klar. Also ich kann das aus erster und zweiter Hand sagen. Ja, amazing. Dann ist es ja ein Match. Es war wunderbar. Wir wünschen dir einen wunderbaren Abend. Euch noch viel Spaß. Ja. Vielen Dank. Und jetzt sucht ihm aber keine bessere, ne? Nein. Wir suchen ihn mit einem Typen. Du bist die Beste. Okay, dann bin ich aber auch dabei. Bitte? Was? Was? Du möchtest, du bist dabei, wenn wir einen Typen und Maxi und du zu dritt? Das hast du jetzt so interpretiert. Warte mal. Ach man. Warte, wie weit können wir das Spiel treiben? Was ist mit einem Typen, einer Frau, Maxi und du?
Muss man mal gucken, ne? Weil Maxi macht's nicht anders. Bei 3 ist der Cut-off. 3 bist du noch sehr down, ab 4 ist dann nicht mehr so. Ja, kommt natürlich auf die Beteiligten an, ne? Naja, wenn jetzt ihr 3, dann sind 4 auch okay. Naja, ist, ne? Wir freuen uns alle 3 sehr, uns mit dir zu treffen. Es wird ganz hervorragend. Wir wünschen dir einen wunderschönen Abend. Zwischen dann dieses Meldenbild aufgeploppt, so. Bis ganz bald. Ist er am Wanken? Ist das, bist du am Wanken? Bist du am Wanken? Warte mal, ist das jetzt ein gespieltes Video oder ist das jetzt echt? Die Frage ist, ob du am Wanken bist, weil man sieht nur dein Gesicht, es ist relativ sus. Das Eternal Gott! Schwarz lackierte Fingernägel. Ja, sag ich doch! Bester Hoodie! Ju und Rezo, ich war gerade am Laptop, ich wurde wegen Hobbylos gebannt. Nein! Was? Wegen Hobbylos? Warte, ich zeige euch das. Und zwar, warte, ich dreh kurz die Kamera um. Ich wurde, weil ich die 5-Sterne-Bewertung hingehalten habe, wurde ich gebannt. Was? Wer es noch nicht kennt, bester Podcast. Was? Du wurdest von wo gebannt? Voll geil reingefügt, der Mund so. Ey, ich liebe den Schnitt, ey, es ist so lustig. Oh mein Gott, hab ich das vermisst, du Heiliger. Hey, auch mit TV, vom Laptop aus. Weil du in die Kamera gehalten hast, dass du 5 Sterne gewertet hast. Omel TV, können wir mal kurz reden? Also ich glaube, das sind Leute, die sprechen nicht unsere Sprache. Doch, Omel TV spricht dann natürlich meine Sprache. Nein, nein, das ist... Ich spreche die Sprache Geld und Korruption. Ah ja, stimmt. Das ist jeder. Das ist die Sprache, ja. Kenne ich nicht, ich bin zu jung dafür. Du wirst das noch lernen. Hm? Hast du eine Message für die Welt an Omel TV? Ja, die ganzen Mitarbeiter sollen erstmal 5 Sterne geben, oder? Sehr gut. Ja, richtig, ja. Was mich so ein bisschen triggert, passiert mir auch sehr, sehr oft, jetzt gerade nicht, aber sonst eigentlich auch sehr oft. Der Hoodie ist extrem in eine Richtung so rüber, so auf der Schulter liegt der. Das triggert mich ein bisschen, weil es nicht in der Mitte liegt. Ne? Also bei mir ist auch manchmal so, manchmal habe ich auch Videos, wo ich dann so sitze. Mich, nach dem Schnitt nervt mich dann immer wieder, aber man merkt es halt selbst auch nicht meistens. Ne? Sehr gut, sehr alles klar. Ah, übrigens Podcast, Leute. Ich habe wieder vor meinen Podcast Brotgebote neu zu starten, also alle anderen alten Folgen zu löschen und so, weil die alten Folgen fühle ich nicht mehr so sehr und das Ganze neu aufzulegen, so ein bisschen. Wann es starten wird, weiß ich noch nicht, aber kommt. Es wird aber dann nur ich sein. Vielleicht ab und zu ein paar Gäste, aber mein Bruder hat halt so wenig oder nicht so selten Zeit, deswegen ist der Gebrüder Profi, der andere Podcast. Da hängt so ein bisschen rum und ich würde schon gerne einmal die Woche eine Folge hochladen können, kann ich aber nicht so. Also ich werde auf Instagram Bescheid sagen, also folgt mir auf Instagram dafür. Ja. Español. Español. You now follow Español. We're from, right? We're from Germany. Ah, shit. But we are making a video. You want to say something to our audience? And to Serbi, come to motor. What does it mean? It means Serbi, I f*** your sister. I guess. Super. Okay, perfect. Oh God, oh God, oh God. Thanks, man. Okay, bro. Okay, have a good day. See you next time. Liebe Freunde. Nee. Hey, das war ein 12-Jähriger, der Welpen. Ja, das sah echt aus wie ein 12-Jähriger, der gerade Welpen war. Was ist denn das? Ich kann so 11 war es ganz kaputt. Weiter tanzen! Ah, okay. Ist das kaputt? Ey! Hey, no way! No way! Du siehst aus, als hättest du auf ihn gewartet. Oh mein Gott! Ja! Hast du auf ihn gewartet? No joke, hab ich! Okay. Aber warte, im Leben wartest du auf Maxi, oder? Ja, natürlich. Ganz kurz, wie alt bist du? Ich bin 21. Wir suchen für den Maxi. Eine Freundin. Wir suchen einfach jemanden, wo eine Connection da ist, wo Liebe da ist, wo vielleicht sich was entwickeln kann. Aber warum suchen die immer noch eine Freundin? Sie haben doch schon eine gefunden. Ey, es müsste aber jetzt noch weitergehen, das Format, dass sie demnächst dann Maxi Verhoffs diese Dates schicken und das dann filmen. Das wäre auch funny. Für die er kochen kann, auch mal da sein machen, kann, massieren kann. Ja, einfach so hinten, wenn man so einen schwierigen Tag hat, einfach so vor der Arbeit kommt und dann so sagt, ach Schatz, komm, entspann dich. Weißt du, den aber das bist du halt gerade. Genau, bist das du. Bist du. Ah, nice. Er kommt von hinten, macht so. Ah, ja. Ja, genießt so. Unangenehm. Also, nicht für mich, sondern muss für sie doch sein, oder? Wenn sie ja mit Maxi zusammenkommen will, dann
gut, versteht sie drauf. Ja, mich zurück. Ne? Auf jeden Fall. Vielleicht macht er auch sowas. Nein, auf jeden Fall nice. Also bist du down? Ich bin down. Heute ist mein Tag. Ey, heute ist dein Tag. Heute ist mein heute Tag. Heute ist Maxis Tag. Was war das denn? Wir wollten Rezo-Check ihn. Ja, ich weiß, ich will aber mit dabei sein. Wir haben ja, die. Ja, dann macht ihr. Nee, ich will jetzt nicht. Jetzt ist cool. Dann, guck mal, tausch doch mal Instagram aus. Aha. Oh. Der Maxi hat gerade noch gesagt, er weiß gerade nicht, wo er... Vor allem stellt man euch mal vor, dass der wirklich seine Freundin darüber findet. Das wäre auch mega funny. Er schläft heute Nacht. Hat keinen Platz. Das ist schlecht. Wir hätten ihm auch angeboten, dass er bei uns schlafen kann, aber ganz schlecht auch mit dem Platz. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Kannst auch zu mir kommen. Aha. Oh. Guck mal, du schreibst sie jetzt an. Natürlich. Du kommst vorbei. Mhm. Ich glaube, er hat da schon jemanden gefunden. Also, Rezo. Bitte? Ich glaube, er hat da schon jemanden gefunden. Das ist hier rein oberflächlich. Das ist einfach nur dreckiger Sex, weil wir uns nicht respektieren. Aber ihr beide, ihr könntet eine Connection haben. Ich bin dabei. Hm? Sie ist dabei. Ja. Wir wünschen... Wie viel der wohl doch hinter den Kulissen abläuft? Ich weiß ja nicht. Mhm. Euch einen wunderschönen Abend. Wir machen das Video jetzt zu zweit weiter und Maxi... Kommt vorbei. Dann geht Maxi jetzt mal los. Unser Job ist getan. Das Video ist damit beendet. Ja. Ist geschafft. Nein, doch, nein, ich kann es auch gar nicht glauben. Wir machen gerade die Abmoderation. Wollt ihr die Abmoderation machen? Könnt ihr kurz Abmoderation machen? Danke fürs Zugucken, Video liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Hey, sehr gut, perfekt. Das war's. Bis dann, Leute. Bis dann. Geil, geil, geil. Geil, das Video wirklich feiere ich hardcore. Ich muss auf jeden Fall ein Like da lassen, habe ich gemacht. Aber ja, cooles Ding. Ja, fand ich nice. Ich bin jetzt mal gespannt, ob da was gut raus. Mach's gut daraus. Ciao. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht, stattdessen Bärenfett.